Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir sind auf dem Weg, uns wieder frisch zu machen. Hat doch ganz schön gedauert, schon 10 nach 10. Ja. So lange wollten wir gar nicht hier sein, wir wollten schon längst unterwegs sein. Ja gut, okay, schuld sind auch ein bisschen Iris und Uwe, die haben nämlich noch ein Video rausgebracht und das musst du uns natürlich erstmal angucken. Genau, das war jetzt für uns interessant, ja, wir wollen gucken, wie andere Leute Urlaub machen, als wenn wir genau nicht genug gehabt hätten. Naja, aber es gibt ja trotzdem immer so ein paar Leute, die folgt man ja auch selber, also ja, schaut man sich das auch gerne mal an. Das Problem ist, wenn wir die ganzen anderen noch schauen würden, dann haben wir nach dem Urlaub überhaupt keine Zeit, ne? Ja. Weil wir nur damit beschäftigt sind. So, wir machen uns jetzt fertig und dann wollen wir, wie gesagt, zum Dreiländereck. Und da nehmen wir euch mit. Auf jeden Fall, aber erstmal machen wir euch aus, weil da, wo wir jetzt hingehen, das wollt ihr nicht sehen. Tja, das war ja mal ein Satz mit 6000 verschiedenen Xen. Bei dir, ja. Kamera vergessen. Wir nehmen gerade mit dem Handy auf. Auf die hoffen, dass die Qualität einigermaßen ist. Ja gut, da hätte ich auch mit dran denken können. Ja, und nee, ich laufe nicht zum Dreiländereck. Also da gebe ich auf, das mache ich nicht. Das ist so steil. Sorry. Dem da ist das zu steil. Naja. Ja, ich mach das nicht. Ich weiß, wo meine Grenzen sind und ich werde sie nicht übersteigen. Aber trotzdem haben wir hier eine schöne Aussicht und wir zeigen euch natürlich so ein paar Ausblicke natürlich schon. Ja, mit Drohne fliegen ist da natürlich dementsprechend nichts, weil auf italienischer Seite bin ich dann auch nicht. Ja, naja. Dann ist das halt so. Dafür gibt es schöne Bilder gleich. Genau, die zeigen wir euch jetzt und wir machen uns den Weg runter. Mal schauen, wo wir sonst jetzt noch hinfahren. Genau. Wir sitzen wieder in einer Bergbahn, in einer Gondel und fahren wieder rauf auf die Gerlitzen. Ja, es ist für euch zwar langweilig, weil es das gleiche ist. Ja, wir zeigen euch aber vielleicht auch diesmal nichts. Außer da sind ja zwei Vögel, die miteinander rumknattern, dann würden wir euch das zeigen, aber sonst machen wir das nicht. Wir haben aber jetzt aus der Not eine Tugend gemacht, indem wir jetzt ganz kurz in Italien nochmal waren, weil das ist hier keine 15 Kilometer entfernt gewesen. Von dem Dreiländereck, also von daher machte das Sinn und haben uns nochmal Toastbrot organisiert. Genau, weil wir lieben ja unser wunderbares italienisches Toastbrot, was es leider wirklich nur in Italien gibt. Gott sei Dank. Und lustigerweise, wir haben die letzten 4 Packen. Ja, haben wir Glück gehabt, genau. Danach gab es nichts mehr und erst sah es aus, als ob es gar nicht gibt, aber man hat ja nochmal sich auf die Knie auf den Boden gelegt und hat gesehen, ah, da sind sie. Genau. Ja, dann haben wir uns natürlich auch noch was besorgt und zwar so sehen die aus, diese Kinderbrioche, das habe ich euch schon mal gezeigt. Ja, die sind sehr, sehr lecker. Genau. Eine kleine Zwischenmahlzeit, die wird es jetzt auch gleich geben. Genau, weil wir werden heute oben dann nicht essen. So gut war die Wiener und die Pommes nicht. Aber die Pommes waren gut. Die Pommes waren sehr knusprig. Aber das die Frankfurter schön. Würstchen, die waren jetzt nicht so der Knaller. Das waren halt einfache. Ja, ist auch egal. Muss ja auch nicht. Da oben isst man ja auch eher so ein Kaiserschmarrn oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das ist ganz gut dort. Gut, das heißt, wir genießen jetzt die Fahrt und dann seht ihr ja, was als nächstes zu sehen gibt. Genau. So, wie ihr sehen könnt, das Filmstudio, wollte ich gerade sagen, ist schon wieder aufgebaut. Der Marcel hat hier sein Schneidewerkstatt hier wieder vorbereitet. Auch ich habe hier wieder mein Werkzeug, das wir euch auch ein paar Videos zur Verfügung stellen können.
Nee, eigentlich, damit wir zu Hause nichts mehr machen müssen, sondern alles hier erledigt haben. Das ist der Grund, warum wir jetzt hier schneiden. Ja, das stimmt. Und es genießen wir das Wetter halt hier, auf den Blick auf den See. Naja, den man nicht wirklich gerade hat. Obwohl ich doch, ich ab und zu, wenn ich so hochgucke. Bisschen geht's schon. Da, dann sehe ich den See auf jeden Fall. Also das ist schon schön. Paddeltour haben wir auch wieder gemacht. Waren auch schon duschen. Ich war natürlich mal wieder schwimmen, wie jeden Tag hier. Und jetzt heißt das hier noch einen leckeren Joghurt essen. Nee, ich esse ein Dani-Sahne. Oh, der feine Herr hat wieder was anderes. Naja, es sei ihm gegönnt. Genau, ich gönne dir auch sonst was. Ja. Ja, das werden wir erstmal in Ruhe das machen. Dann werden wir irgendwann Essen machen. Und dann werden wir mal sehen, was der Abend noch so bringt. Und gegebenenfalls, dieses Büchlein muss ich nach Hause. Wir müssen uns Gedanken machen, wie morgen. Weil das wie bei heute. Es war zwar dann alles doch ganz schön, was wir erlebt haben. Aber dann müssen wir diesmal vorbereitet sein. Deshalb glaube ich, werde ich Stefan das Buch rausholen, damit er das auch mal nochmal nachlesen kann, wo so, wir eigentlich hinwollen. So machen wir das. Du hast alles hier am Bord. Ja, wir haben alles hier am Platz sozusagen. Salat ist da, Essen ist da, Blumenkohl mit Nudeln und Schweine. Ja, Schweine, so Schweinegeschnitzel ist sowas in der Art. Irgend sowas in der Art. Leckerer Wein, ja, die Schweizer Cola. Genau. Die haben wir jetzt aufgemacht. Das Lustige ist, er hat sie nicht verstehen. Na, kommst du ran? Dass es original Schweiz ist. Es ist ein Schweizer Zeichen da drauf. Genau, ist Schweizer Deckel. Wir lassen uns das jetzt gut gehen. Und ja, dann heißt es dann noch abwaschen und alles und Zeug. Ja, und aber das geht wie immer eigentlich recht zügig hier. Das geht ganz gut. Wir sind da ein eingespieltes Team, würde ich sagen. Ach, muss ich heute wieder mitmachen? Ja, heute ist ein bisschen viel. Heute ist ein bisschen viel, ne? Dann mache ich halt mehr mit. Genau. So, dann in diesem Sinne. Guten Hunger. Ja, was soll man sagen? Wieder ein Tag vorbei. Wir sind immer noch in Gärnten, immer noch am Ossiacher See. Lecker gegessen. Das auf jeden Fall. Das war richtig lecker. Falls ihr denkt, morgen geht es woanders hin nach Österreich. Nein, wir bleiben tatsächlich die ganze Zeit, die wir hier in Österreich verbringen, wirklich hier mit Ausnahme natürlich jetzt des Achensees, bleiben wir am Ossiacher See, weil man einfach von hier aus zu den einzelnen Veranstaltungen, die wir so gut hinfahren kann, genau. Wir haben hier sozusagen unser Zelt aufgebaut, ne? Also unser Camp aufgebaut. Und von hier aus kann man halt dann mit dem VW-Bus ganz gut überall hin düscheln, sozusagen. Jedoch, ja, das kann ich schon verraten, nur bis Donnerstag. Wir werden am Donnerstag hier diesen Platz verlassen. Ja, ich denke schon. Das kann dann sein, dass dann unsere Reise vielleicht schon zu Ende ist, hier vlogtechnisch. Das wissen wir noch nicht. Kann natürlich sein, dass wir natürlich noch irgendwas Tolles erleben. Dann nehmen wir da was auf. Aber ich gehe davon aus, dass Donnerstag vorbei ist. Dann soll es gewittern, dann soll es einen kleinen Wetterumschwung geben. Und wir haben auch weit über 900.000, wie viel sind, werden es sein? 1.100 Kilometer bis nach Hause. Ja, so um die 980 oder sowas ungefähr bis nach Hause. Also und die werden, das ist eher langweilig für euch. Also von daher und die werden wir auch selber nicht am Stück fahren. Also unser Ziel wird sein, Samstag, vielleicht auch erst Sonntag, also eigentlich erst Sonntag, wieder zu Hause zu sein. Stück für Stück, genau. Und da wollen wir einfach Stück für Stück immer alles fahren, so dass wir vielleicht auch noch was anderes erleben können. Wir wissen ja, dass wir selbst in Österreich noch einen Platz hätten, wo wir hinfahren könnten. Wo es sogar noch was wäre. Also deshalb, wir sind einfach mal gespannt, was wir jetzt so erleben werden. Auf jeden Fall, es war heute ein schöner Tag. Wie gesagt, es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir haben das Beste daraus gemacht und morgen wird es bestimmt auch sehr schön werden. Morgen schauen wir mal, ob wir das machen. Wir haben schon so einen kleinen Plan, also gucken wir mal und dann wird das schon werden. Der Plan wird, mal schauen, ob wir den so machen. Auf jeden Fall wünschen wir euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Mann, hat das lange gedauert. Wie lange habt ihr geschlafen? Wir stehen hier seit Stunden auf den Steg, weil es so langweilig war, sind wir jetzt auf den Steg gegangen und nicht mehr auf den anderen, weil das war wirklich... Ach, mein Gott, das hat jetzt ewig gedauert, bis ihr aufgewacht seid. Ach ja? Naja. Ja, aber guten Morgen euch. Guten Morgen. Ja, so sieht das hier aus, wenn es morgens ist hier, nicht? Also am Ossiacher See. Die Berge dort hinten, also da in die Richtung ist ja die Gerlitzen, die sind dann immer noch in Wolken gehüllt.
Ja, die verziehen sich dann so entweder so hoch, runter, irgendwas. Auf jeden Fall sind sie dann weg. Genau. Und das versuchen wir gleich aufzunehmen. Auf jeden Fall sieht richtig schön aus. Ja. So, Stefan, was haben wir denn heute vor? Ja, heute wollen wir die Bergbahn. Ja, jetzt frag mich mal, wie die hieß jetzt noch gleich. Das erst auch nicht weiß. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Also Auf jeden Fall fahren wir eine Bergbahn heute. genau, wir wollen eine andere Bergbahn probieren. Mal Das. sehen, ob die jetzt auch dann besser ist, dass wir da oben Genau. nicht noch kraxeln müssen, wie am Also Dreiländereck. dort kann man wohl zu 10 Bergspitzen hin. Da kann man sich natürlich das wahrscheinlich aussuchen, welche Steigung und so weiter man da macht. Die ist vielleicht ja dann irgendeine Steigung nicht ganz so schlimm. Und ja, genau. Es gibt zwei Bergbahnen, da muss man sich eine von aussuchen wohl irgendwie. Aber wie das genau funktioniert, das haben wir auch noch nicht rausgefunden. Also das ist auch ein bisschen ja, komisch beschrieben. Es ist Genau. nur halt, es geht nur zwei Stück. Also da steht halt nur eine von den beiden. Das Genau. steht halt. Und wir glauben, wir nehmen die eine, weil da gibt es ein Panorama. Angeblich jetzt ein Panoramablick auf irgendeinen Teich, keine Ahnung, das wäre vielleicht was Interessantes. Ja. Aber das schauen wir einfach mal. Jetzt werden wir versuchen, den Wolkenlauf irgendwie zu filmen Mal gucken. und ja, frühstücken, fertig machen und dann geht's los auf unseren nächsten Trip hier vom Otzenjacher See. Hey, ja, Gott sei Dank, diesmal ist es uns sofort aufgefallen. Und damit herzlich willkommen aus Bad Kirchheim. Irgendwas? Hast du aufgepasst, wie das Ding Nee, heißt? habe ich mal wieder nicht. Ach, wie heißt das? Bad Kirch. Bad Kleinkirchheim. Genau, Bad Wir Kleinkirchheim. sind auf irgendeiner Bahn. Keine Ahnung, wie die heißt. Irgendwas mit B, ne? Berg und Tal. Nee, die Biosphärenbahn sind wir. Genau, also das ist ja montags bis, weiß ich nicht, oder Nee, so Punkte. Sonntag bis Mittwoch ist die auf Hi. und von Donnerstag Donnerstag bis bis Samstag Samstag. ist die andere auf, die ist ein bisschen weiter unten im Tal und da kann man dann zu einer anderen Seite. Aber total blöd beschrieben, weil in dem Buch von der Kärntenkarte, muss man ehrlich sagen, ist dieses Ding hier nicht ausgeschrieben. Nee, da ist die andere. Das heißt, wir haben uns navigieren lassen zur anderen. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. Das ist ein bisschen doof. Die Adresse, die da angegeben ist, ist die andere Bahn. Aber naja, gut, okay, ist halt so. Ja, aber sie sollten aber beide, das könnte man vielleicht ihm einschicken. Also das macht schon Sinn, beide hinzuschreiben und vielleicht ein bisschen detaillierter das zu schreiben, weil das ist blöder. Das habe ich mir ja auch die Frage gestellt und Marcel konnte sie mir nicht beantworten und ich mir selber auch nicht, weil ja, ich habe dann gelesen, aber auch nichts Genaues Ja, gefunden. im Internet konntest du auch nicht wirklich was nachlesen. Das ist alles Nee, komisch. nee. Aber wir sind jetzt mal in einer großen Bahn. Das ist auch schon ganz schön hier. Ja, 8 Personen passen hier rein. Wir sind hier alleine. Genau, wir werden auch Das. schauen, dass wir auf dem Rückweg alleine sind, weil Genau. das ist schon schöner. Ja, gerade jetzt in Zeiten von Corona und so weiter kann sie die Maske wenigstens auch abnehmen. Genau. Ja. Wir sind gespannt. Wir sind zum ersten Mal hier. Wir waren auch noch nie da. Mal sehen, was für Ausblicke man hat, ne? Wir werden auch gut eine Stunde da oben verweilen müssen, weil die macht gleich Mittagspause. Das stört uns aber nicht, weil wir selber haben auch ein bisschen was mitgenommen, damit wir da oben nicht verhungern. So ist das, So, genau. und wir werden uns dann melden, wenn wir da oben sind. Also da oben, muss ich gucken, wo die Kamera ist, also wenn wir da oben Kann sind. gleich noch mal zeigen. Das mache ich gleich noch mal. Ja, dann machst du das jetzt mal. Na dann los. Machen wir Wasserspiele. Wir machen jetzt Wasserspiele. Na dann los. Dann zieh mal an. Wir fahren jetzt mit dem Floß. Genau. Damit ihr das auch seht, dass ihr Man hier muss wird. das ja mal ausprobieren. Nein. Aber witzig gemacht finde ich das schon hier. Ja. Es wackelt gerade ein bisschen, weil ich den Teleskopstab rausziehe. Ich fühle mich wie der Captain hier wieder. Ich würde sagen, wir setzen immer mal auf. Wir setzen immer mal wieder. Bisschen wenig. Ich bin zu dick wahrscheinlich, aber dafür kann ich nichts. Also doch, ich könnte abnehmen. Und nee, du kannst was dafür, du fütterst mich immer so gut. Ja. Auf jeden Fall, es geht voran. Wir machen mal die andere Seite, damit ihr auch seht, es geht tatsächlich. Naja, hinten konnte man das ja auch sehen. Ja, aber wir müssen ja beides sehen. Also, das ist schon, also für Kinder ist das hier richtig schön. Ja, schön gemacht. So, jetzt ist die Frage, ob du uns jetzt wieder zurück zum Steg führst. Ach so, soll ich? Na gut. Ja, machen wir wieder umgekehrt. Ja, dann in die andere Richtung. Andere Richtung. Hui!
Wir sind zu dick, ich muss zurück. Ich wollte gerade sagen, wenn du zurück gehst, geht's einfacher. Der macht mich nass, ist ja unfassbar hier. Au! Da ist ja schon was. Ich werde hier verletzt. Wenn man Gas gibt, dann geht's auch. Dann geht's voran. Ja, dann mach mal hier. Mach doch schon. Der schneller. Noch schneller hier, Herr Kapitän. Ja, dann kannst du das hier schön im Duett machen, sozusagen. Also hier mit Wettbewerb. Ja, also. Bitteschön, der Herr. Ja, danke schön. Am besten wäre, du wärst jetzt reingefallen, aber. Tschüss. Na dann, tschüss. Ich hoffe, dass ich wieder zurückkomme. Du musst auf Stopp drücken. Ach so. Ich würde sagen, die ist doch kaputt.